Endlich geht es auch hier wieder weiter mit der Playlist. Nach einer Woche Pause spielen wir endlich alles durch. Wir spielen heute seltsame Bettgenossen. Ich sehe mal hinten nach. Für die Mission müssen wir mindestens 3 Bezirke freigeschaltet oder erobert haben. Wo sich genau die Mission befindet, habe ich im letzten Cutplay-Part beim Ende der Sequenz 7 gezeigt. Ich laufe einmal um das Haus und spreche mit dem Typ. Ich möchte zu Mr. Roth. Waffen? Nein, danke. Ich habe meine eigenen. Sie gehören auf die Bühne, Sir. Hier entlang. Cool, das sieht doch ganz nice aus hier. Ich schaue mich ein bisschen um. Viele Plakate. Ein Theater also. Oder sowas ähnliches. Ja, ein Theater? Ja, unser Ehrengast ist gekommen. Komm, nimm Platz. Ich habe schon länger ein Auge auf dich. Ich finde deinen heldenhaften Kampf gegen den großen Crawford Starrick ziemlich beeindruckend. Ich schalte nach und nach deine Männer aus und du bist deshalb nicht verärgert? Ganz im Gegenteil. Überraschungen sind das Salz des Lebens. Bei Mr. Starrick ist es etwas anderes. Ich ersticke in Anweisungen, alle furchtbar langweilig. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Und erledigen ihn. Oh, ich weiß nicht so recht. Mein Freund, wenn ich dir keine Möglichkeit verschaffen kann, Mr. Starrick weh zu tun, tja, dann kannst du in dieses Theater hier stürmen und mich stattdessen töten. Was hättest du von dieser Sache? Eine Gelegenheit für ein Späßchen mit dem tapfersten Mann in London. Wir sind im Geschäft. Louis! Meine Kutsche! Sollen wir? Um die Mission spielen zu können, müssen wir die mächtigsten Männer Londons auf uns aufmerksam machen. Du erwartest doch nicht, dass ich alleine fahre, oder? Das tun wir, indem wir die Bezirke befreien. So werden die mächtigsten Männer, unter anderem auch Maxwell Ross, auf uns aufmerksam. Ich dachte, du und Starrick, ihr kämpft für dieselbe Sache. Was ist geschehen? Ach, weißt du, er brauchte meine Dienste, um seine Ganganführer auszubilden. Aber der Mann ist unerträglich. Was du nicht sagst. Freiheit, Jacob. Sie zu stehlen ist weit mehr als eine Sünde. Das beraubt uns unserer Menschlichkeit. Recht hast du. Und St. Pancras kann unser Leid beenden? In dem Bahnhof befindet sich eine große Ladung Sprengstoff auf dem Weg zu Starrick und Co. Und du hast vor, sie zu stehlen? Was? Nein, ich habe vor, sie zu sprengen. Okay, Maxwell Ross scheint auf unserer Seite zu sein. Vorerst, wir gestalten mit ihm ein paar Missionen. In St. Pancras ist ein Zug geparkt. Ich würde gern Starricks Waren beseitigen und großes Chaos dabei anrichten. Warum nicht, Jacob? Warum nicht? Der einfahrende Zug kommt gerade in unsere Richtung. Damit kannst du unbemerkt in den Bahnhof hinein. Falls er nicht zufällig vorher entgleist. Ich würde dir Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich sorge derweil dafür, dass Starricks Verstärkung dem Bahnhof nicht zu nahe kommt. Okay, die Aufgabe, Maxwell Ross zu folgen, ist abgeschlossen. Wir haben eine Aufgabe für 100% synchron bekommen. Was ganz Einfaches. Wir sollen den Zug benutzen. Ja, unser Ziel ist der Bahnhof.
Jo, und dort sollen wir den Sprengstoff aufspüren und zerstören. Insgesamt 5 Sprengstoffladungen. Ja, dann machen wir das auch einfach mal. So, 100% synchron haben wir erfüllt, denn wir haben den Zug genommen. Ich bleibe jetzt hier ein bisschen im Zug. Wo sind Sie? Und werde ein paar Schergen auf mich ziehen. Okay, sie kann ruhig gleich alle hier reinlaufen, aber da die durch einen engen Gang laufen müssen, den Eingang vom Zug, macht es mir natürlich einfach, sie alle auszuschalten, denn sie sind zu doof, um irgendwie durch die Fenster zu krabbeln und mich von mehreren Seiten anzugreifen. Oh, Messerkill 68. Das habe ich auch bald geschafft. Das ist cool. So, kommt her hier alle. Kommt rein, alle nacheinander. Kriegt ihr alle eure... Belohnung ab. Also aufs Maul. So, du auch nochmal. Okay. Da ich nicht genau weiß, was auf mich zukommt, plündere ich natürlich auch alle Leichen. Wer weiß, vielleicht brauche ich ja noch ein paar Rauchbomben. Jo, da sehen wir es. Zerstören. Die Glocke muss ich ausschalten oder sabotieren. Das hat sich seit Assassin's Creed Unity so eingeprägt, obwohl die Glocken hier nur selten eine Bedeutung haben. Aber das ist irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen. Immer wenn ich eine Glocke sehe, muss die sabotiert werden. Jo, einer läuft da noch. Zug vorbei. Und wir zünden heimlich, still und leise die erste. Irgendwann werdet ihr bleiben verstehen, dass ich nur euer Bestes will. Sprengstoffladung und kratzel hier auf das oberste Gerüst. Um die Bleiters von oben herab zu infiltrieren. Ja, leider gibt es für uns in Syndicate nicht besonders viele Möglichkeiten und Gerätschaften, wie wir die Mission abwechslungsreich gestalten könnten. Also wir haben nicht so viel außer Messer, Rauchbomben, eine Halluzi-Pipe und ja, diese Elektroschocks-Bomben, das war's auch schon. Und daher habe ich jetzt die Messer gewählt, weil das Spiel eben, wie gesagt, nicht viel hergibt. Wegen der Abwechslung werden wir auch gleich nochmal die Halluzi-Pfeile einsetzen. Ja, ein Attentat. Aus dem Versteck heraus und hier zerstören wir bereits die zweite Sprengstoffladung. Oh oh, ein Polizist. Zwei erledigt. Eine Schande jetzt aufzuhören. Oh, da vorne am Eingang, da sind noch Bleiters. Die kommen jetzt alle rein, weil ich die Sprengstoffladung gezündet habe. Das hat so viel Krach gemacht. Die sind aufgeschreckt und kommen rein.
Jo, dann setzen wir auch nochmal diese Schockbomben ein. Dann fehlen uns gleich nur noch die Halluzi-Pfeile. Dann haben wir alles eingesetzt, was man machen könnte. Und das ist, wie gesagt, nicht besonders viel. Okay, 3 Sprengladungen. Die müssen wir noch zünden. Dann gehen wir mal nach oben, dann können wir auch mal wieder die Halluzi-Pfeile einsetzen. Ne, das war die Knarre, das ist falsch. Wem sagst du das? Mein Bruder ist tot wegen einem Angriff der Rooks. Was ist passiert? Soll ich dir vielleicht... Okay, machen wir einen 2-Fronten-Angriff. Beschäftigen beide Gegnergruppen. Dadurch sind wir etwas ungestörter hier oben. Dennoch sind wir entdeckt worden. Das liegt daran, dass der Junge hier keinen Gegner mehr hat. Jo, oh, geil, Attentat. Cool. Ganz zufällig. Okay. Auch den Nahkampf setzen wir hier nochmal ein, um alles bedient zu haben. Und die Glocke, ihr wisst, ich kann sie nicht einfach stehen lassen. Jo, lass mal gucken, was gibt's hier noch? Nicht viel. Einfach mal plündern und ich zünde die 3. Ladung. So, hier unten scheinen wohl noch 2 Ladungen zu sein. Aber wir haben fast alle Gegner ausgeschaltet. Über die Karte können wir einen Gegner sehen. Level 7. Jo, die letzte Sprengladung. Auch die zerstören wir. Und wir haben eine Aufgabe für 100% synchron. Alle Dynamitträger durch Anzünden. Nein, alle Dynamitlager durch Anzünden zerstören. Ich muss jemand finden, der dieses Eisenross fahren kann. Das haben wir geschafft. Man kann ja auch mit der Pistole drauf schießen. Für 100% synchron sollten wir sie aber anzünden. Das ist ein klein wenig schwerer, weil man sich rasch und rechtzeitig entfernen muss. Ui! Na, nimm deine Dreckshände von mir! Was machst du da? Seien Sie ruhig, bitte. Nicht so laut, Sir. Kein Grund, sich aufzuregen. Was wollen Sie von mir? Ich brauche nur jemanden, der den Kessel schürt. Schon gut, ich helfe Ihnen. Tun Sie mir nichts. Sehen Sie mich als normalen Passagier an. Einen, der rein zufällig mit einer großen Klinge auf Sie zielt. Wir sollten uns also einen Lokomotivführer besorgen. Unsere Aufgabe, die Lokomotive mit dem Fahrer erreichen. Das haben wir echt recht schnell geschafft. Und ganz zufälligerweise habe ich auch gleich das richtige Gleis erwischt. Wären Sie wohl so freundlich, mir etwas Dampf zu machen? Ja.
Starrick wird schon bald in die Knie gehen. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Entschuldige, ich muss los. Besuche mich gerne mal wieder. Okay, geschafft. Und wir haben die Lady Cyrellas Schultertuch bekommen. Dann schauen wir mal, wie das aussieht. So sieht es aus. Zum Verbessern brauchen wir 5000 Pfund. Okay, das war's. Ich hoffe, du bleibst dran und schaust auch die nächsten Parts.